Hallo und herzlich willkommen zurück zu Old World. Ich bin Dr. Wolfsherz und freue mich, dass ihr wieder dabei seid. Ja, immer wenn man das Spiel lädt, kriegt man direkt das Event hier oder irgendein Event um die Ohren geschlagen, was in der Runde dann halt eben aktiv ist. Und ja, in diesem Moment oder zum Aufnahmezeitpunkt haben wir das hier. Und ja, die königliche Familie von Persien besucht unseren Hof und der Prinz des aktuellen Königs Cyrus macht halt... Ja, oder ist dabei, so ein bisschen anzugeben und behauptet, er wäre später ein viel besserer Herrscher als sein Vater. Naja, der tadelt ihn dafür und wendet sich an uns für Unterstützung. Was sollen wir jetzt sagen? Tja, wir können jetzt zwei Dinge tun. Uns entweder auf die Seite des Sohnes stellen und sagen, ja, kein Zweifel, Cyrus ist, ist eine Lachnummer. Oder... Naja, wir stellen uns auf die Seite des aktuellen Königs Cyrus und sagen, ja, die Jugend verrät halt die große Ignoranz. Und je nachdem, was wir tun, auf wessen Seite wir uns schlagen, hat der oder diejenige eine Meinung von uns. Und wenn man jetzt sich auf die Seite des laufenden Königs stellt, dann hat der auf jeden Fall für 20 Jahre plus 80 Meinung von uns. Das ist super. Und der Prinz, also den wir jetzt quasi dann quasi mittadeln und sagen, nee, komm, ne, was du da erzählst, ne, dein Vater ist schon im Recht. Der hat dann minus 40 Meinung von uns, allerdings wohl dauerhaft. Ja, die Meinung bleibt, läuft nicht ab. Und hier andersrum, wenn wir uns auf die Seite des Sohnes stellen, dann hat auch die Meinung des Sohnes einen Einfluss, aber plus 40 und zwar dauerhaft. Und der König mag uns nicht für 20 Jahre mit minus 80. Naja, das hier ist sozusagen die Investition in die Zukunft. Da ich mir aber im Moment keinen weiteren Krieg leisten kann oder möchte, ich möchte es eigentlich nicht, wobei wir werden sehen, ob das möglich ist, denn wir haben da ja noch das Siedlungsproblem mit den Persern, die da jetzt auf der City-Side stehen, die wir gerne hätten. Vorher von den Assyrern blockiert, jetzt stehen die Perser da, ja, als gäbe es da was umsonst. Und das ist unser Spot, wir möchten den. Von daher, wir können jetzt versuchen, hier schön auf Frieden zu machen und so, aber vielleicht müssen wir ihn doch gleich angreifen, um da die Siedlungsstelle zu bekommen. Oder wir sagen, komm, das gibt jetzt gleich auf jeden Fall Krieg. Es ist uns egal, welche Meinung du hast. Wir bauen auf die Zukunft. Und der Prinz, der mal der Nachfolger sein wird, zu dem haben wir dann wieder ein besseres Verhältnis. Und wisst ihr was? Ich glaube, wir machen das. Wir investieren in die Zukunft. Cyrus ist eine Lachnummer. Das sagen wir jetzt. So, da ist Persien. Keine Ahnung, warum wir hier starten. Da ist der Brennpunkt momentan, ja. Und ja, die Perser mögen uns jetzt nicht mehr. Das können wir hier auch sehen. Jetzt auf die Zivilisation über sich gehen. King Cyrus, der ist wütend, upset, mit minus 80 und deswegen haben wir da auch eine entsprechend negative Einstellung. So, noch schlimmer sieht es natürlich bei den Assyrern aus, da sind wir im offenen Krieg, minus 242. Ja, die haben unsere Einheiten attackiert, sie haben wir ihre und so geht das alles hin und her. Gut, Leute, jetzt sind wir wieder im Spiel, ich muss erstmal wieder hier dieses Grid ausschalten. Ich persönlich spiele lieber ohne. Und dann schauen wir mal. Also, ein weiterer Krieger wird fertig in Babylon in einem Jahr, also in der nächsten Runde. Und wir müssen uns jetzt entscheiden. Sklaverei oder Freiheit? Ah, und das kommt mir gerade gar nicht so recht, denn wir, wie ihr wisst, ich minimiere das nochmal, wir haben ja momentan Ambitionen aktiv. Eine davon ist hier, dass wir die Konstitution erlassen sollen. Das ganze Ding ist, jetzt muss ich mal kurz in den Lowscreen gehen. Wenn man so ein Gesetz verabschiedet, das sind die Gesetze, die wir momentan schon verabschieden könnten. Also hier Zentralisierung oder Vasallentum oder Sklaverei und Freiheit. Das sind immer gegensätzliche Konzepte. Das Problem ist aber halt, die kosten immer 400 Civics, wenn man so ein Ding aktiviert. Bringt dann jeweils einen Vor- oder Nachteil, also meistens natürlich einen Vorteil, aber einen Nachteil in einem anderen Bereich. Und diese Civic-Punkte sind hier und wir kriegen zwar relativ viele davon, fast 40 im Jahr dazu, aber ich möchte natürlich irgendwann das Ding noch abschließen, diese Ambition. Von daher würde ich mir das gerne aufsparen, denn wenn ich mich nicht irre, erforschen wir gerade die Sovereignty. Das heißt, wir... Moment, falscher Screen. Wir könnten bald
das Ding abschließen. So, wo steht, was wir gerade forschen? Da, Sovereignty ist gerade aktiv. Und wird erforscht sein in... Ja, ich kann es jetzt hier nicht sehen, in wie vielen Jahren das erforscht ist. Muss ich hier nochmal rausgehen? Da, in 3 Jahren. Deswegen möchte ich diese Entscheidung jetzt nicht treffen. Moment, das müssen wir erstmal deaktivieren. Das müssen wir... Unit Detect. Wo ist die Entscheidung hin? Das ist auch gut, ne? Die Entscheidung ist weg. Wartet mal. Nochmal auf den Law-Screen gehen. Da, Gesetze. Genau, ja, wir könnten das jetzt hier auswählen. Wir machen einfach gar nichts. Ja, wir warten hier, werden da die Konstitution aktivieren und werden dann unsere erste Ambition erfüllt haben. Das gibt uns natürlich auch wieder Legitimität. Immer gut, es gibt mehr Orders und so weiter. Wir haben momentan recht wenige Orders. In meinem Testspiel, das ich parallel spiele, um ein bisschen mehr über die Mechaniken auch noch zu lernen, spiele ich als Rom. Ich habe unglaublich viele Orders. Ich habe jetzt schon über 20 Orders und ich bin etwa im gleichen Jahr. Ja gut, ich bin ungefähr 10 Jahre weiter. Aber ich habe 20 Laws oder also Orders und so weiter. Das ist also schon ein deutlicher Unterschied. Aber wir haben halt hier echt Pech mit dieser City-Side. So schwierig habe ich es da bei den Römern nicht. Ich überlege tatsächlich, ob wir hier unten an den Mysore River gehen und diese City-Side für uns in Anspruch nehmen. Damit wir wenigstens schon mal ein bisschen was haben, ja, bevor das alles hier komplett verloren geht. Wisst ihr was? Wir bewahren den Siedler, den haben wir ja, der ist hier. Ich hoffe, ist der angegriffen worden? Haben die Perser den hier angegriffen oder waren das die Dänen hier oben oder die Barbaren waren das, ne? Ich glaube, die Barbaren haben den angegriffen. Wenn die Perser den angreifen, dann rappelt sie aber im Karton. Ne, die können uns gar nicht angreifen, weil wir haben hier Waffenstillstand. Kein Angriff möglich, ohne Kriegserklärung. Also, wir werden einen weiteren Siedler bauen und den hierher schicken und an dieser City-Side entsprechend was errichten. So, next unit. Erstmal gucken, wie unser Stand ist. Genau, wir müssen was tun. Hier können wir nichts tun. Ich werde den erstmal auf Wache stellen. Der wird gleich eh wieder aufwachen, weil halt eben Feind in der Nähe ist. Das müssen wir mal schauen. Also, wir bewegen den hier natürlich zurück. Können wir noch nicht. Ja, okay, die haben wir alle schon bewegt. Wir müssen jetzt ins Jahresende gehen. Machen wir das mal. So, und unser Sohn Neri Glissa oder Tochter, ne, wir haben nur Töchter, muss ich aufpassen, dass ich nicht durcheinander komme jetzt mit meinem Rom-Spielstand, ist auf jeden Fall alt genug, um unterrichtet zu werden von den Höflingen. Weisheitstexte. Also als Teil ihrer rhetorischen Studien hat Tabni Ishtar über Weisheitsliteratur gelesen. Und den Rest übersetzt ihr euch bitte selber. Okay, wir sollen jetzt einen Ratschlag geben, was als nächstes gelesen werden sollte. So. Ein Dialog zwischen einem Mann und seinem Gott. Das Gedicht des rechtschaffenden Leiders. Jemand, der leidet, ein Sufferer. Oder die Debatte zwischen Winter und Sommer. Naja, Disziplin, Weisheit oder Charisma. Ich wähle Weisheit. So. Ja, jetzt haben wir wieder diese. Wir werden das nicht jetzt entscheiden, habe ich ausgewählt. Wie gesagt, in 2 Jahren kriegen wir da. Das Ding ist, diese City-Side, da steht jetzt Persien drunter. Ich glaube, dass die sich das Ding schon irgendwie gesichert haben. Kann das sein? Kann das wohl sein? Kann ich das nicht irgendwie diplomatisch lösen? Es muss doch eine Möglichkeit geben. Wartet mal. Wir klicken mal auf Cyrus. So. Allianz wollen wir nicht. Geht auch alles ähnlich. Ist alles ausgegraut hier. Da ist aber auch nichts drin. So, wir können ein Tribut verlangen, Handelsmissionen starten oder den König beeinflussen. Was wäre das denn für ein Tribut? Was kann man da erwarten? Das ist die Frage. Da steht da leider nicht, was das dann bringt. Ich glaube, wir müssen hier angreifen. Leute, ich will diese City-Side haben.
Und ich glaube, ihr würdet das auch so machen, oder? Ganz ehrlich. Perser sind auch hier unten, also auch nicht so weit weg. Das heißt, wir sollten schon gucken, dass wir diese City Side schnell in Anspruch nehmen. Da kommen auch noch die Dänen. Wir greifen den jetzt hier an. Ich sehe da im Moment keine andere Möglichkeit. Doppelter Angriff und weiter geht's. Ja, den Siedler ziehe ich jetzt mal lieber zurück. Bin ja nicht lebensmüde. Und wir können wieder was Neues bauen. Hier ist die Mine fertig geworden. Was könnten wir denn machen? Ein schreiendes Nabu, noch eine Mine. Hier ein Orakel. Das ist Orakel ist sowas wie ein Wunder, sage ich mal. Großes Gebäude. Das bringt aber halt auch viel. Das kostet 400 Steine. 400 Steine. Das ist ganz schön viel. So viel haben wir gar nicht. Wir haben nur 112 und wir haben auch noch ein Minus. Also so eine Art Steinbruch wäre ganz gut, aber die kriegen wir hier sicherlich nicht. Von daher. Das können wir leider auch noch nicht erschließen, weil wir da Land Consolidation für brauchen. Ich entscheide mich hier mal für eine Mine, weil da bekommen wir dann noch mehr Eisen und dann können wir vielleicht auch mal ein bisschen Eisen verkaufen. Denn es gibt ja immer die Möglichkeit hier, mit Shift auch größere Mengen oder mit Control sogar noch größere Mengen. Wir können hier halt das ganze Zeugs verkaufen. Und deswegen machen wir das mal. Wir richten uns hier so ein bisschen an die Empfehlungen. Und da ist unser Warrior endlich. So, tja, soll ich jetzt wegen der Dänen hier den Warrior dahin schicken? Oder lieber da zur Unterstützung? Ich glaube, ich schicke ihn da zur Unterstützung. Wenn ich ihn bis hier schicke, haben wir alle Orders aufgebraucht. Und dann können wir noch ein neues Projekt in der Stadt wählen. Wir haben einen Citizen frei. Einer ist ja schon eingesetzt hier als Farmer, als Spezialist. Wir könnten jetzt noch einen Spezialist hier für die Baracken bauen. Was bringt der denn dann? Müsst ihr mal schauen. Mal plus zwei Training und plus zwei Forschung auch. Also gar nicht mal so uninteressant. Oder hierhin. Da gibt es auch Trainingspunkte und auch Forschung. Aber halt auch jede Menge Eisen. Oder hierhin. Für mehr Kultur und mehr Forschung. Und wir kriegen dann plus eins auf babylonische Paganismus Meinung. Da mit der Religion bin ich noch gar nicht sicher, wie das genau funktioniert. Oder wir schauen mal, wir haben schon Level 2 Discontent, also Unruhen. Und wir könnten mal zum Beispiel ein Festival halten. Festival macht erstmal plus 20. Jetzt muss ich nochmal eben abgucken, das sind nochmal plus 20 Wachstum halt und minus 20 auf die Unruhen. Ich glaube, wir machen das mal. Das ist ein wiederholbares Projekt, das kann man quasi so oft machen, wie man möchte. Auf der anderen Seite sind natürlich auch zusätzliche Kampfeinheiten nicht so verkehrt. Ja, wir machen mal das Festival. Unruhen wollen wir nämlich ganz sicher nicht haben. Die Dänen kommen doch tatsächlich hier sogar noch mit weiteren Kämpfern. Oh, wir sind krank geworden. Wir haben einen Sohn bekommen. Kurigalzu. Und Damiktum ist konvertiert auch zum babylonischen Paganismus. Ja, wunderbar. Das Einzige, was nicht so toll ist, ist das hier. Wir sind krank. Wir haben jetzt halt eine Chance zu sterben. Wir sind noch gar nicht so alt. Mal schauen, wie alt sind wir denn? 51. Ah doch, das ist schon alt. ja, wir sind auf jeden Fall krank. Mal schauen, ob wir uns erholen oder ob wir schwer krank werden. Beides ist möglich. Oder wir können auch direkt sterben, je nachdem, wenn wir Pech haben. So, eine Einflussmission. So, wir haben darüber nachgedacht, unsere Beziehung zu unserem Botschafter Imerum zu verbessern. Wer weiß, was eine solche Freundschaft bringen kann. Eine Einflussmission hilft uns, das Ziel zu erreichen. Ob wir das jetzt machen wollen? Der Botschafter mag uns eigentlich. Plus 40, aber wir können ihn sicherlich noch besser stimmen. Warum nicht? Wir haben ja eh nichts zu tun. Naja, so, und die Dänen, die kommen hier einmal mit Skirmishern und mit Marauden. Die haben
die gleiche Kampfstärke. Naja, das sind halt Fernkämpfer, wenn ich das richtig sehe. Das sind, meine ich, Fernkämpfer, die können halt Speere werfen und das hier sind Nahkämpfer. Keine Ahnung, was die da vorhaben. Wir werden trotzdem erst hier oben versuchen, unsere Sache zu Ende zu bringen. Und das dauert mir schon viel zu lange. Okay. So, den Siedler können wir jetzt auch hier wieder hinstellen. Ah, nee, können wir lieber nicht. Jetzt habe ich Order verschwendet. Befehlspunkte, weil das sind ja Fernkämpfer. Persuasion, Überzeugung. So, unsere Königin möchte, was möchte sie lernen? Die feine Art der Überzeugung. Aber sie, ja, sie hat eine starke Abneigung gegen überfüllte Feste und Revels. Revels schaue ich nach. Das sind Feiern. Okay, okay. Also sie mag halt eigentlich gar nicht so sehr unter Gesellschaft zu sein. Wir können jetzt sie unterstützen halt in ihrem Wunsch, indem wir entweder einen Master-Orator engagieren oder sagen, nö, ist zu teuer. Aber dann sinkt ihre Meinung uns gegenüber. Also geben wir jetzt, wir haben sehr viel Geld, wir geben mal ein bisschen Geld aus und sie wird dann eloquent, das hat dann halt wieder Vorteile. Gibt wieder mehr Civics und sowas alles. Also, komm, machen wir. Und dann beenden wir das Jahr. Und schauen wachsam auf die Dänen. Ich weiß gar nicht, oh nein. Oh weia, unser Arzt warnt uns. Das Ende ist nahe, es ist Zeit, unsere Affären in Ordnung zu bringen. Und das bedeutet, oh, da ist noch jemand gestorben. Abiel Sheen, der Jüngere, ja gut, der ist auch schon 53 Jahre alt. Der war, was war der? War der unser, keine Ahnung, was der war. So, Oligarch Gandash ist jetzt der, ah, das ist, dann ist das wahrscheinlich der Anführer der Amoritenfamilie gewesen. Jetzt ist es Gandash auf Babylon. Okay, sie sind upset, discontent, fehlende Ressourcen, Salz und Lavendel wären halt schön. Dann sind wir auch noch zu verschieden, Greedy versus Gracious und Zealot versus Scola. Und ihr könnt das alles selber sehen, ne? Und okay, immerhin, Prinzessin Kashaya hat plus 1 Disziplin bekommen. Prinzessin Kashaya ist ja unsere Erbin und wir werden wohl gleich als sie weiterspielen. Ja, was erforschen wir jetzt? Sovereignty haben wir, das heißt, wir können zumindest noch eine Ambition erfüllen. Das sollten wir auch tun, bevor wir sterben, denn ich glaube, dass die Ambitionen wieder zurückgesetzt werden, wenn man tot ist. Ich bin aber nicht sicher. Empfohlen wird Bogenschießen. Das dauert auch wieder 13 Jahre, die anderen sind alle nur 6 Jahre. Aber ganz ehrlich, Bogenschützen wären schon ziemlich gut, deswegen mache ich das mal. Und ja, wir werden jetzt die Konstitution erlassen. Das machen wir sofort. Erstmal auf den Law Screen. Da ist es. Konstitution. Ja, das machen wir. Und damit haben wir eine Ambition erfüllt. Wunderbar. Golden Voice. Goldene Stimme. Okay, also offensichtlich unsere andere Tochter studiert ja Rhetorik und scheinbar kann sie ganz toll Gedichte schreiben und hat tolle Lieder und alle Lehrer sind in den Bann, sind in ihren Bann gezogen. Diese Fähigkeit könnte Tabni Ishtar in der Zukunft natürlich helfen. So, wir können sie als Ambassador oder wie es geht jetzt nicht darum, sie einzustellen, sondern wir können hier quasi so ein bisschen über ihre Zukunft bestimmen. Ne? Sie ist ein natürlicher Lehrer, könnten wir zum Beispiel sagen. Oder sie würde als Botschafterin brillieren. Und ich glaube, das machen wir. Dann kann die Schwester nämlich später die Botschafterin sein, der Königin, nämlich unserer Tochter. Also das passt schon. Machen wir mal. National Constitution. So, nach langen Tagen der Debatte mit unseren Beratern und nahen Verwandten haben wir
Oder sind wir jetzt bereit, den Menschen von Babylon mit einer nationalen Verfassung, also ihnen diese Verfassung zu präsentieren? Wie fühlen wir uns über diese Errungenschaft? Ja, jetzt kriegen wir hier natürlich dann die Möglichkeit, weitere Ambitionen zu starten. Ich würde sagen, dass wir jetzt keine Ambition wählen, weil, wie gesagt, ich glaube, die werden eh resettet. Wir versuchen stattdessen noch ein bisschen was an der Legitimität zu erhöhen hier. Plus 2 Legitimität. So. Ich hoffe, dass wir Legitimität übernehmen. Das weiß ich leider auch nicht. Wir werden es sehen. Nächste Einheit erstmal. So, können wir eigentlich noch angreifen oder haben wir schon? Wir haben noch nichts. Das heißt, wir können jetzt, zack. So, jetzt. Endlich. So, welche Familie wählen wir? Wir haben ja bereits eine der Familie. Und wenn wir jetzt diese Stadt wieder für die Amoriten gründen, dann gibt es hier -4 Unzufriedenheit pro Jahr. Das liegt daran, dass wir dann einen Familiensitz übersprungen haben. Und wir müssen schon möglichst gleichmäßig versuchen, den Familien Kontrolle über Städte zu geben. Deswegen ist die nächste Stadt sicherlich eine andere Familie. Wir könnten zum Beispiel die Kassiten nehmen, die Chaldeaner oder die Isin. So, das sind halt hier Händler, das sind Künstler und das hier sind Jäger. Da wir im Moment so viel mit Krieg zu tun haben, finde ich es, glaube ich, gar nicht schlecht, wenn wir eine Stadt der Kassiten bauen. Neue Fernkampfeinheiten starten dann auch mit Sniping. Das ist plus 20% Kampfstärke in Heimatterritorium. Camps und Netze haben 100% Output. Wir kriegen halt plus 2 Trainingspunkte pro Jahr in Städten der Kassitenfamilie, wohlgemerkt. Das gilt nicht global. Ja, wir machen das jetzt. Komm. So, endlich haben wir unsere zweite Stadt. Und warum ich gerade so schockiert reagiert habe, die Perser haben hier unten sich dieses Ding geschnappt. Das ist äußerst unglücklich. Das heißt, wir werden zunächst mal uns da oben um die Barbaren kümmern und uns das Ding schnappen. Das heißt, unser Ziel in Lagash ist Ausbildung eines Siedlers. 17 Jahre, wow. Das dauert sehr lange. Repair Damage? Wieso? Was ist denn beschädigt? Einen Moment mal. Und weil hier die Kämpfe gewütet haben, die Stadt hat halt schon Schaden. 17 von 20, ich frage mich warum. Okay, wir machen erstmal Repair Damage. So. Könnte sein wegen der Kämpfe hier. Dann. Wer hat denn noch nichts gemacht? Die haben noch nichts gemacht, aber die sind noch geheilt. Okay, die ziehen wir da oben Richtung Barbaren. Bereiten uns vor, da anzugreifen. Zur Ausbildung unseres Nachkommen. Das ist Duke Nereglissar, einer unserer Söhne. Ich muss gleich mal in diese Ansicht wechseln. Ja. Okay. Dritte in der Nachfolgereihe. Tactics. Nereglissar als Taktiker. Ist doch vielleicht gar nicht schlecht, oder? Nehmen wir. So. Und da ist ein neuer Siedler. Ich habe keine Ahnung, wo die hinwollen. Die greifen uns tatsächlich an. Hier sind die des Wahnsinns. Alles klar. Ich glaube, wir sind gestorben. Moment. Okay, wir sind, ja, da unten ist Kashaya jetzt. Das ist unser Ehemann, der Perser. Und das sind unsere Kinder, unsere neuen Erben. Interessant, nicht? Wie alle dann halt eben weg sind, die vorher da waren. Eine alte Ambition, nämlich 4 Städte zu kontrollieren, ist jetzt eine Legacy, also Legacy, ja, Legacy ist auch so ein Standardwort, ne, eigentlich.
Erbschaft nachlassen, Altlast. Ja, so. Und wir haben jetzt 20 Jahre, das zu vervollständigen. Ansonsten verschwindet das einfach. Und wir sind tot. Das Ende einer Ära. Ja, lass uns hoffen, dass Kaschaya, die neue Königin von Babylonien, ein Leuchtfeuer der Hoffnung für unsere Leute in den dunklen Zeiten, die vor uns liegen, sein kann. Ah, das habe ich schön gesagt, oder? So, wir kriegen erstmal 40 Erfahrungspunkte und wir haben tatsächlich einen großen Teil der Legitimität übernommen. Wir haben ein bisschen was eingebüßt. Aber gut, so, da sind wir. Da sind wir. Und wir sind angegriffen worden von den Dänen. Jetzt müsste ich mal gucken, ob ich mit denen mal sprechen kann. Ja, und wir können mit denen auf jeden Fall einen Waffenstillstand vereinbaren. Das würde ich auch gerne machen. Das kostet allerdings 200 Trainingspunkte. Egal, das machen wir. Und wir machen auch auf jeden Fall eine Einflussmission bei den Dänen. Ich hoffe immer noch, dass wir die irgendwie friedlich oder uns auf jeden Fall wohlgesonnen stimmen können. Taking the crown. So. Endlich. Die Zeit unserer Krönung ist gekommen. Okay, unsere Berater ermutigen uns, die zeremonischen, traditionellen Dinge aufrechtzuerhalten. Aber wir haben schon mehrfach erwähnt und wir haben einige unkonventionelle Ideen. Was sollen wir einführen? Also ein enormes Fest. Festival 2 in Babylon, das ist bestimmt gut. Initiere dich selbst in einen mysteriösen Kult. Nein, definitiv nicht. Oder die traditionelle Zeremonie vollziehen. Also, das Ding ist, 60 Kultur in Babylon, das ist bestimmt toll. Aber Babylon hat ja schon so ein hohes Unruhelevel. Und Festival 2 bedeutet halt eben wieder weniger Unruhe. Ich möchte das gerne machen. So. Und dann wird das Festival auch gleich fertig und dann müsste die Unruhe hier relativ weit unten sein. Wir sind jetzt Level 2. Gut, das ist schon ziemlich viel. Wir kommen dann runter auf Level 1 aber mit dem neuen Festival. Das bringt ja minus 20 nur. Ah, Festival 2 bringt minus 40, Festival 1 bringt minus 20 und wir können jetzt Festival 2, ich weiß nicht, warum wir jetzt Festival 2 hier haben. Und Inquiry 2, Decree 2, das sind halt bessere Versionen. Sieht man hier, ne? An der Römisch 1, Römisch 2. Keine Ahnung, warum wir da aufgestiegen sind. Kultur. Ah, jetzt weiß ich warum. Weil wir ein neues Kulturlevel bekommen haben. Also, Babylon hat ein neues Kulturlevel erreicht. Höhere Kulturlevel schalten zusätzliche Verbesserungen und Wunder für die Stadt frei. Jedes neue Level triggert auch ein positives Event für die Stadt. So, heute hat eine Gruppe Arbeiter entschieden, sich unserer Arbeitskraft anzuschließen, was uns einen neuen Arbeiter gewährt. Sehr schön. Da ist er. Neuer Arbeiter. So, was macht er? Was haben wir da oben? Schrein, Orakel, Netze. Ja, oder hierhin halt und die Stadt so ein bisschen auf Vordermann bringen. Ich denke, das machen wir. Gehen wir erstmal hier hin. Ich möchte so ein bisschen hier unten rum ausweichen. Dann. Ja, die müssten jetzt eigentlich sich abziehen, weil wir Waffenruhe haben. Deswegen können wir uns nun da oben um die Barbaren kümmern. Wobei, einmal würde ich gerne heilen. Und dann machen wir das hier auch einmal. Und dann warten wir da einmal auf die nächste Runde. Studien vervollständigt. So. Tabni Ishtar ist von ihren rhetorischen Studien zurückgekehrt. Aber sie möchte gerne einen Lehrer behalten für zusätzliches Training. Was soll der Fokus ihrer neuen Erziehung sein oder ihrer neuen Ausbildung? So, die stärksten Argumente meistern oder nach Schwächen des Gegners suchen. So, wir haben jetzt schon viel hier für den Militärzweig getan. Jetzt gehen wir ein bisschen auf die Civics und wir sagen Mastering the Strongest
Arguments, also die stärksten Argumente meistern. Das gibt ihr halt plus 1 Charisma, was wiederum hier für eine Erhöhung der Civic Rate sorgt. So, was ist bei denen jetzt? Das läuft noch. 2 Jahre. Eine Gruppe talentierter Gemeiner wurde vor den Hof gebracht, um Anerkennung für ihre für das zu bekommen, was sie erreicht haben. Mit einer kleinen Investition können wir einer Person anbieten können wir ihr die Chance geben, in den Stand der in einen Adelstand zu gelangen. Wen sollen wir auswählen? Den Infanteriekapitän, den Edelsteinhändler, oder wir können uns das nicht leisten. In jedem Fall bekommen wir für den Hof halt eben entweder einen Court Soldier oder halt einen Court Merchant. Jetzt müsste man halt wissen, was an unserem Court so los ist. Wir schauen mal. Also das sind alle Charaktere. So, das sind ja mögliche Gouverneure, mögliche Generäle, mögliche Agenten, können wir noch nicht einsetzen, und mögliche Botschafter und mögliche Kanzler und dann noch Spymaster. Okay. Wir hätten einen, der Spymaster sein kann. Wie gesagt, müssen wir jetzt erstmal freischalten, da haben wir noch gar nicht die Technologien für erforscht. Aber vielleicht können wir den Ambassador, also den Botschafter, austauschen. Müssen wir schauen, wer da besser ist. Wer ist denn da besser? Das ist jetzt die gute Frage. Was ist denn die entsprechende Eigenschaft, die das bestimmt? Disziplin -2, das ist bestimmt nicht gut. Ja, als Botschafter in allen Städten -2 Wachstumsrate, das ist schon mal nicht schlecht. Nicht gut. Hier ist halt auch mehr Charisma. Und Diplomat-Archetyp ist natürlich viel besser als, oder ja, Orator. Ich glaube, ich möchte gerne, dass sie unser Ambassador wird. Ich hatte das ja eh angekündigt, dass ich das gerne möchte. Und jetzt haben wir es einfach gemacht. Wir beeinflussen übrigens hier noch den Typen scheinbar. Ah ne, Tribal Truce. Oh, kann das sein, dass der Waffenstillstand jetzt weg ist, weil er nicht mehr der Botschafter ist? Der hat das nämlich ausgehandelt. Jetzt müssen wir nochmal kurz auf die Dänen gehen. Ja, okay. So, dann aktivieren wir das jetzt hier. Jetzt ist das hier aktiv und es dauert jetzt halt 2 Jahre. Okay, Ambition. Eine neue Ambition muss ausgewählt werden. Aber das machen wir in der nächsten Folge, Leute. Es ist schon eine halbe Stunde rum. Ich bedanke mich fürs Zuschauen. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wir sehen uns in der nächsten Folge wieder, wenn ihr mögt. Bis dahin, alles Gute, bleibt gesund. Euer Dr. Wolfsherz. Ciao.